Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black Mirror. Ich bin natürlich mal wieder das Bruce, aka Darren in diesem Fall und wir wollen Einbruchwerkzeug suchen und finden und vielleicht so ein Dartpfeil? Nee. Aber vielleicht weiß ja Tom so ein bisschen was über Einbruchwerkzeuge. Ja, stimmt. Ja. Geschäfte. Mal angenommen, ich müsste einen abgeschlossenen Schrank öffnen. Könnten Sie mir dabei helfen? Ich? Wie kommst du denn darauf? Bobby meinte etwas in der Richtung. Das fette Schwein sollte lieber seine Klappe halten. Was ist denn? Können Sie mir helfen? Ruf einen Schlüsseldienst an. Von mir bekommst du was zu trinken. Sonst nichts. Lassen Sie uns ein Bier trinken, Tom. Wenn Sie beide bezahlen, auch mein Bier kostet etwas im Einkauf, wissen Sie? Klar, versteht sich von selbst. Was ist? Warum trinken Sie nicht? Ich bin nicht so schnell. Amerikaner können nichts mit anständigem Bier anfangen, was? Tom, du wolltest doch heute nichts trinken. Halt die Fresse, Spacko! Sie sollen ja äußerst geschickt sein, habe ich gehört. Da ist schon was dran. Mein Dad hatte eine Werkstatt, hab ihm früher viel geholfen. Ich konnte schon als 10-Jähriger Mopeds frisieren. Ich habe 2 linke Hände. Ich kann nicht mal ein einfaches Schloss knacken. Netter Versuch. Aber so betrunken bin ich nicht. Und ich bin kein Schwachkopf! Wie der da drüben! Na gut, dann geben wir ihm einfach noch ein Bier. Hm? Warum gönnen Sie sich nicht noch ein Bier? Geht auf mich? Das lasse ich mir nicht 2-mal sagen. Bitte nicht! Man sieht schon eine Änderung in der Haltung. Nun sagen Sie schon, Tom. Nur mal ganz theoretisch. Wie könnte ich ein Schloss in einem alten Sicherheitsschrank knacken? Die sind nicht so einfach zu knacken. Da braucht man schon das richtige Werkzeug. Und das wäre? Einbrecherwerkzeug. Aha. Und das könnte ich, nur ganz theoretisch, von Ihnen bekommen? Glaubst du, ich bin ein Einbrecher? Ich glaube, Sie wollen die $50, die ich Ihnen dafür gebe. Verpiss dich, du Lusche! Geh doch zu deinem Kumpel Bobby! Dann seid ihr schon zu zweit. Ist schon fast eine Luschenparty. $70? Ich will $200. So viel habe ich nicht. Versager. Dann bekommst du mein Werkzeug nicht. Ihr seid doch alles Versager! Nutzt mich nur aus! Naja. Ich wette, Sie können nicht 3 Biere hintereinander auf Ex trinken. Wenn Sie es bezahlen, beweise ich es Ihnen. Also los. Da! Irgendwie habe ich geahnt, dass es kein Problem für Sie sein würde. Sind Sie ein Einbrecher, Tom? So ein Blödsinn. Alles Lüge. Anständige Leute stehlen nicht. Eben. Dann brauchen Sie doch auch kein Einbrecherwerkzeug, oder Tom? Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie weg. Und nehmen Sie den dann gleich mit. Ich werde erst gehen, wenn Sie mir das Werkzeug gegeben haben. Hier, $50. Und ich bringe es Ihnen zurück. Es ist alles nicht meine Schuld, wissen Sie? Es ist Bobby. Wenn er nicht wäre, würde es besser laufen. Alle haben sie mich allein gelassen. Nur das Tier haben sie mir gelassen. Wie soll ein anständiger Mensch da vorankommen? Mit so einem Klotz am Bein. Das Werkzeug, Tom. Nicht meine Schuld. Ich bring ihn nach Hause.
tut mir sehr leid, Bobby. Schon okay, Darren. Ich bring ihn nach Hause. Ich meine, der wohnt oben, oder nicht? Na gut. Ich fühle mich wie das größte Arschloch auf Erden. Ja, das bist du auch. Also von daher... So. Ich meine, es sieht irgendwie nicht so aus, als wenn das ein ausgefeiltes Einbrecherwerkzeug. Ah, oh Gott. Aha, okay. So, also Moment. Hier muss nur ein kleines bisschen nach unten. Dann hier schon etwas mehr, also ungefähr so. Und hier noch ein bisschen. Okay. Ist hier ein bisschen. So, dann muss es hier ganz tief irgendwie und dann. Hier nicht ganz so tief. Also bis wo darf ich denn? Nochmal hier noch ein kleines bisschen. Dann hier ein bisschen mehr. Hier ein ganz schönes bisschen und hier dann wieder so ungefähr. So, mal gucken, ob das geht. Hä? Das muss ich so tun? Ah ja, okay. Moment, ich muss mir das nochmal kurz angucken. Aha, also... Muss ungefähr da so sein. Wie machen wir das alles ein bisschen höher? So hier? Ja, es war schon nicht schlecht. Der muss nur ein bisschen tiefer. So. Probieren wir es mal so. Ah, der ist noch ein bisschen zu tief hier an der Stelle. So ungefähr. Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Okay, jetzt muss er ein bisschen tiefer noch. Oh, okay, also ungefähr so und hier vielleicht noch ein bisschen höher. So. Ja, dann vielleicht hier noch ein bisschen höher. Hier wieder noch ein bisschen tiefer. Hier war, glaube ich, so ungefähr. Ja, kommt das hin? Yes! Das nice. War's. Das Schloss ist offen. Also einfach ein Draht verwendet. Ein Brief adressiert an Angelina Morgan. Wehe, du bist die Mühe nicht wert. So. Okay. Ein verschlossener Brief. Angelinas Name steht drauf. Er wurde gestern aufgegeben. Hier in der Gegend. Ich sollte ihn lesen, das könnte mich voranbringen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen.
Mein Name ist Angelina Morgan und ich versuche Informationen über das Schloss Black Mirror, die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu sammeln. Ich fühle mich bedroht und verfolgt von einem Mann namens Reginald Boris. Bitte kontaktieren Sie die Polizei und Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA für weitere Informationen. Ich habe unter meinem Zimmer Kratzgeräusche gehört. Ich habe Angst. Ich habe eine Luke im Boden entdeckt und konnte den Code entschlüsseln. Die Lösung kannten zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. KHM 62 17 1 25. Ich werde diesen Brief einwerfen und Murray um ein anderes Zimmer bitten. Darren, falls du diesen Brief liest, ich habe mich bemüht. Ich wollte mich hiermit für deine Hilfe bedanken. Ich liebe dich. Oh Gott. Was für ein Geschnulz. Aber okay. Sie. Ihr darf einfach nichts passiert sein. Geräusche unter ihrem Zimmer. Reginald Boris, der ums Hotel schleicht. Zwei Geschichten erzählende Brüder? Ja, zwei Geschichten erzählende Brüder könnten die Gebrüder Grimm sein. Oder aber auch Bobby und Tom. Das ist der Deckel, den Angelina in ihrem Brief erwähnt hat. Irgendwie hat sie es geschafft, den Deckel zu öffnen. Die Kombination muss etwas mit den Zahlen zu tun haben, die sie in ihren Notizen geschrieben hat. Aber was? Das ist der Deck, die Kombination? Ja, hä? Dann kann man das nicht... Angelina, und wenn mal sehen. Hä? Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas... 65, 17, 1, 25. Ja, kann ich denn nicht... Das ist der, die Kombination... Das ist die Kombination, muss... Aber nur was? Ja, okay. Das bringt mich ja irgendwie nicht so weiter. Okay. So. Zwei Geschichten. Bobby hat die Tür abgesperrt. Hier ist heute Nacht nichts mehr los. Hoffentlich. Okay. Ja, ich weiß halt jetzt gar nicht, was ich jetzt... Ich hab dem Kerl nichts mehr zu sagen. Und er erzählt sowieso immer nur dasselbe. Du bist der Teufel, du bist der Teufel. Manchmal ist ja seine patzige Art irgendwie witzig. Nein, ich weiß es doch. Zum Hotel. Da, hier. Bücherschrank. Geschichten erzählende Brüder, Gebrüder Grimm, war ich schon richtig. Wie war das noch? Zwei Geschichten erzählende Brüder aus Deutschland? Und hier steht ein Buch. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Das muss es sein. Im Inhaltsverzeichnis stehen 15 ausgewählte Märchen. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. KHM 12, Rapunzel. Ja, und so weiter. Bis KHM 187. Genau das steht doch auch in Angelinas Brief. KHM und dann einige Nummern. Ich nehme das Inhaltsverzeichnis mit. Oh, du reißt das einfach raus, ey. Du bist so ein Assi. Schade ums Buch. Aber in den nächsten 100 Jahren hätte es wohl ohnehin niemand gelesen. So geht man nicht mit Büchern um. Kann ich jetzt hier ran, bitte? Dann wollen wir mal. So, bitte leg einfach alles daneben. Kann ich... Natürlich kann ich es nicht. Das war es noch nicht. Irgendwas mache ich falsch. Ja, weil ich natürlich jetzt nicht im Sinn habe, was im Brief steht. Und, Angelina hat also, okay, und wenn mal so. Sehen. Wenn das hier also, jemand liest, dann ist etwas schief gegangen. So, 62, 17, 1, 25. Okay. 62, 17, 1, 25. So. Das ist das Inhaltsverzeichnis aus dem Buch, die mir... So. 62...
Inkönigin. Moment, was? Ich hab... Angel, und wenn nicht mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas 62, 17, 1, 25. Meine Güte. Das ist das Inhalts... So, 62 Biene. 25 ist Rabe. 1 ist der Froschkönig. Und die 17 war die Schlange. Genau, also Biene, Schlange, Froschkönig und Rabe. Okay. Dann wollen wir mal. So. Also Schlange. Ach so. Sind überall die gleichen Viecher? Na, mal gucken, ne? Also, was hatte ich gesagt? Biene, Schlange, Frosch und Rabe. So. Mal gucken, ob das geht. Das war's noch nicht. Irgendwas mache ich falsch. Dann wollen wir. Das war doch richtig, oder nicht? Bin schon wieder durcheinander, ne? Also Biene, Schlange, Frosch und Rabe. Biene auf 25, genau, dann kam 17 mit der Schlange, dann kam 1 mit dem Frosch und dann kam 62 mit dem... Nee, Moment mal. Die 25 war der Rabe, oder nicht? Jetzt muss ich das nochmal nachgucken, ey. Ich finde das so doof, dass man sich dieses blöde Inhaltsverzeichnis nicht hier noch mit hinlegen kann. Das war es noch nicht. Angel, so, jetzt muss ich noch mal ganz kurz. Wenn das hier jemand so liest, dann ist etwas schief. 62, 17, 1, 25. Mein Name ist Angelina Morgan. So. Und ich versuche Informationen. 62, 17, 1, 25. Das ist das Inhaltsverzeichnis. 62, 17, 1, 25. Okay. Dann wollen wir. So. Genau. 62 Biene. 17 ist dann die Schlange. 1 ist der Frosch, der war richtig. Und die 25 war da. Ah, okay, das ist es. Ich habe ein leises Klicken gehört. Okay, wow. Das war jetzt viel, für mich viel schwieriger als eigentlich gedacht. So, okay, ab ins Loch. Boah, ein widerlicher Gestank. Das dürfte die Kanalisation sein. Oder ein Loch, das als Kanalisation missbraucht wird. Ja, da musst du jetzt durch. Im wahrsten Sinne. Es ist stockdunkel. Ich kann nicht erkennen, wie tief es ist. Aber ich glaube, ich muss da runter. Irgendwo dort könnte Angelina gefangen gehalten werden. Ich weiß es. Ja, okay. Dann machen wir doch Folgendes. Dann gehen wir da jetzt einfach zurück zum Gang. Und
Das gibt's doch nicht. Der schläft tief und fest. Hey, Mann! Aufwachen! Wie? Was? Na, das wurde auch mal Zeit. Was? Was kann ich für Sie tun? Wir wollen ein anderes Zimmer. Es stinkt im gesamten Flur. Nach Gülle. Oh, selbstverständlich. Hoppala. Wir müssen uns doch so ein Andenken mitnehmen. Wo ist das? Aha. Leuchtet in drei verschiedenen Farben. Oh Mann. Ich hasse mich schon jetzt dafür, aber ich brauche Licht und ich brauche es jetzt. Eine ausgezeichnete Wahl, Sir. Zeugt von Ihrem guten Geschmack. Halten Sie einfach die Klappe. So, das machen wir da mal rein. Die Batterien passen und ich hab Licht. Ab in den Untergrund. So. Und auf geht's. Es ist wirklich die Kanalisation. Allerdings garantiert nicht aus den letzten 100 Jahren. Ich kann Wasser erkennen und da sind Stufen in der Wand. Ja, dann mal los. Mach mal vorher die Tür zu. Ne, warum auch? Ist ja auch Quatsch. Ist ja überhaupt gar nicht auffällig. Naja. Oh Mann. Kein einladender Ort. Ich glaube, das haben Kanalisationen so an sich, dass sie nicht einladend sind. Um die Ecke. Und dann gehe ich mal um die Ecke, ne? Hier ist eine Eisenleiter an der Wand. Ich müsste ungefähr unter dem Parkplatz sein. Am Ende der Leiter ist eine Metallabdeckung. Sie bewegt sich kein Stück. Okay. Gut, dann gehen wir doch einfach mal da hinten lang. Rechts, hinten links, vorne links. Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, mich hier zurechtzufinden? Na, ich weiß ja nicht. Gehen wir mal vorne links lang. Hinten links, vorne links, vorne rechts. Vorne rechts. Boah, das stinkt. So, und jetzt gehen wir einfach mal rechts. Na, warte, wo ist hier noch irgendwas? Nö, hier ist nichts. Nichts, ne? Na gut, gehen wir mal hier rechts lang. Und jetzt dürfen wir wieder beim Eingang sein, oder? Nee. Gut, dann gehen wir jetzt weiter vorne rechts. In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Okay, jetzt macht's überhaupt gar keinen Sinn mehr, wo ich bin. Okay. Jetzt mal links. Jetzt bin ich im gleichen Tunnelabschnitt wie gerade eben. Gehe ich mal hinten links lang. Mal links. Oh, okay. Eisenstange, das klingt gut. Hey, da steht eine Metallstange an der Wand. Ich nehme sie mit. Man weiß ja nie. So, gute Idee. So. Aber ansonsten geht es dann hier nach links weiter. Ah ja, und dann sind wir hier. Wenn ich hier nach rechts gehe, dann ist auch immer noch rechts. Was war das?
Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Vorne links, hinten rechts, vorne rechts. Wir gehen mal vorne links. Boah, das stinkt. Hier, okay. Gehen wir hier mal vorne links. Hier war ich doch eben schon. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Okay, links. Links. Hinten rechts. Nochmal hinten rechts. Aha! Ein Gitter. Ich weiß nicht genau, wofür hier überall diese Gitter sind. Vielleicht sollen sie großes Treibgut aufhalten. Oder sie sollen verhindern, dass Einbrecher durch den Kanal in Häuser einsteigen. Ja, gut. Ich weiß nicht genau, wofür. So, aber ich habe ja jetzt eine Metallstange und damit kann ich bestimmt das Gitter hier kaputt machen. Das sieht nicht sehr stabil aus. Scheint zu halten. Warum habe ich das Gefühl, dass es gleich runterschnellt? Ein echter Traum. Angelina wird auf 100 Meter riechen können, dass ich zu ihrer Rettung nahe. Ja, dann muss jetzt durch. Also auch hier im wahrsten Sinne. Ah! Oh, ein Glück. Scheint zu halten. Muss ich hier irgendwas zwischenklemmen, damit das hält? Bin ich hier irgendwie ein Riegel oder so? Ach, Mann. Ich habe aber keine andere Sache, die ich jetzt hier irgendwie... Kann ich das hier irgendwie so zwischen... Nee. Auch quasi irgendwie... eine Möglichkeit, dass das wirklich hält. Wenn wir hier vorne rechts gehen... Aha, okay, dann sind wir hier. Denn irgendwie sowas wie noch eine Eisenstange oder so. Ich bräuchte noch irgendwie sowas in diese Richtung. Hier liegt ja eigentlich genug Zeug auf dem Boden, aber okay. Was passiert denn, wenn ich hier vorne links gehe? Boah, das stinkt. Hier ist auch nichts. Komme ich hier raus. So, wenn ich hier jetzt hinter rechts gehe. Nee. Jetzt mal das Gitter, okay. So. Hinten links. Oh. Hier war ich auch noch nicht. Nach hinten. Halt. Ein Loch. Okay. Dabei? Ich hasse Ratten! Da fasse ich ganz bestimmt nicht rein. Okay, das hat mich tatsächlich gecatcht, dieser Jumpscare, okay. Mann, habe ich mich erschreckt! Dämlicher Fake-Seelenschlüssel! Ja, okay. Ein Holzbalken, das ist doch super. Genau der Stuff, den ich brauche. Ein etwa 50 cm langer Holzbalken. Nimm den mal mit, danke. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts mehr hier brauche. So, hier lang, nach rechts. Damit ich das Gitter hier sichern kann. Ist ja offenbar notwendig. So. Ein echter Traum. Angelina wird davon... Jetzt fang an und geh da drunter durch. Mein Gott. Wenn Angelina hier ist, ist sie auf jeden Fall auf dieser Seite des Gitters. Hm? Wow. Hier geht's jetzt immer noch in 10 verschiedene Richtungen. Okay. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist eine Röhre.
und eine ein verschlossenes Gitter. Okay. Röhre. Eine Röhre, die schräg hinabführt. Und hier hängt? Das ist ein Stück Stoff. Könnte von einer Bluse sein. Mhm. Und es scheint noch nicht lange hier zu hängen. Ich hoffe, das ist nicht von Angelina. Aber von wem sollte es sonst sein? Die Röhre führt steil hinab. Ich kann nicht erkennen, wo sie aufhört. Sie ist groß genug, um hineinzuklettern. Ob sie dort unten ist? Angelina! Angelina! Nichts. Solltest du aber auch nicht rumbrüllen, oder? Ich hoffe nur, die Röhre wird unten nicht schmaler. Und dass ich einen Weg zurück nach draußen finde. Wir werden sehen. Verdammt rutschig. Als hätte jemand die Röhre mit... Verdammte. Als hätte jemand die Röhre eingeölt. Der dämliche Seelenschlüssel ist zersprungen. Ich kann nicht mal die Hand vor Augen sehen. Ich habe noch den Fotoapparat. Das Blitzlicht könnte helfen. Oder ich mach's einfach mal so. Das ist eindeutig nicht mehr der Kanal. Aber was ist das hier? Hier ist so etwas wie eine Metalltür. Hier ist eine Art Griff, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Mhm. Moment, ich muss nochmal. Oh, hier war auch was? Es geht nicht. Ich bekomme die Tür so nicht auf. Ich brauche vernünftiges Licht. Hier liegt etwas sehr Kaltes, Metallisches. Eine Stange oder ein Rohr. Mhm. Es ist wirklich ein Rohr. Etwa 50 Zentimeter lang und ziemlich schwer. Vielleicht kann ich ja damit die Metalltür öffnen? Nee. Und nochmal Fotoapparat. Es sieht beinahe wie ein Bunker aus. Oder ein Gefängnis. Hier? Das ist... Es fühlt sich wie grober Stoff an, aber viel schwerer. Und es ist sehr lang. Ein Schlauch. Müsste ein Schlauch sein. Na, hier war gerade noch was? Na? Sehen hier, wo, da, okay. Was ist das? Etwas Weiches. Ein Lappen. Ah, okay. Oh, wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hab ihn. Ich wickle den Lappen um die Stange und stopfe ihn oben etwas in die Öffnung. Ja, so müsste es halten. Wenn ich das Tuch jetzt anzünde, brennt es innerhalb von Sekunden ab und dann stehe ich wieder im Dunkeln. Den Stoff noch? Nee. Oh, eine Wunderkerze. Kann ich nicht die Wunderkerze anzünden? Die Wunderkerze brennt vielleicht etwas länger als das Streichholz. Aber wohl kaum lange genug, um mich hier rauszuholen. Okay, sorry. Warte mal, hier ist doch die Rutsche, die eingeölt sein soll, ja? Das ist die Röhre, die ich hinuntergerutscht bin. Man kann eine schmierige Substanz auf dem Boden fühlen. Ja, dann mach doch Folgendes. Nicht? Willst du die anzünden? Ja, aber das macht doch Sinn, oder nicht? Röhre zur Kanalisation.
nochmal Fotoapparat benutzen. Was es auch ist, ich muss raus hier. Und ich brauche eine andere Lichtquelle. Dabei, Mensch. Hier ist noch was? Da? Das ist der Seelenschlüssel. Oder das, was davon übrig geblieben ist. Er ist in mehrere Teile zersprungen. Damit kann ich nichts mehr anfangen, fürchte ich. Hm? Oh, hier ist noch was. Wir tappeln hier so ein bisschen im Dunkeln. Ein Metallding. Ein Eimer. Das ist... Da ist irgendwas Schleimiges drin. Öl. Altes, abgestandenes Öl. Okay. Ich tunke meine selbstgebaute Fackel ins Öl. So, sie ist mit Öl getränkt. Okay. So, jetzt kann ich sie höchstwahrscheinlich anzünden, endlich mal. Ich steck das mal hier in die Wand. Keine Lust, dass mir heißes Öl über die Finger läuft. Mein letztes Streichholz. Sehr gut. Okay, dann gucken wir erstmal den Schaltkasten an. Eine Art Schalttafel mit einer Handvoll Schaltern und Sicherung. Eine Art Schalttafel. Okay. Hier hängen ein paar lose Kabel aus dem Kasten. Sieht aus, als wären die mit Absicht rausgerissen worden. Ich steck sie wieder rein. Eine Art Schalter. Mhm, okay. Das ist schon mal drin. Okay. Aha. Kein Wunder, dass ich die Tür im Dunkeln nicht aufbekommen habe. Sie ist durch eine Stange blockiert. Und es ist eine Schiebetür. Das verraten die beiden Metallschienen an der Wand und auf dem Boden. Das spricht dafür, dass ich mich in einer Art Bunker befinde. Dort gibt es meistens Schiebetüren, weil sie sich auch nach Explosion noch öffnen lassen. Aha, okay. So kann man die Tür natürlich nicht öffnen. Ich nehme sie weg. So, dann versuchen wir. Die Tür kann man nicht so einfach öffnen. Schön. Können wir jetzt hier noch was mit dem Schaltkasten machen? Nee. So, also Wasserschlauch ist okay. Sind Wassertanks? Aha. Zwei riesige Metalltanks. Vielleicht für Treibstoff oder Öl. Könnten aber auch Wassertanks sein. Hm. Auslassen. Eine Art überdimensionaler Wasserhahn. Daran ist ein Anschluss für Schläuche. Ja, jetzt können wir natürlich den Schlauch nehmen und da reinpappen. Auch bei Licht sieht das aus wie ein Schlauch. Auch bei Licht sieht das aus. Ja, okay. So. Das ist natürlich die Frage. Ist die Röhre gewesen? Hier ist... Ah ja. So, der zerbrochene Seelenschlüssel. Damit kann ich nichts mehr anfangen, fürchte ich. Auslass nochmal vielleicht irgendwie. Das scheint einfaches Wasser zu sein. Was ist jetzt der Plan? Also ich meine... Ich brauche keinen Eimer. Kann ich hier noch am Schaltkasten irgendwas machen? Irgendwie aufmachen oder so? Ich meine, ich habe viel Zeug hier, aber ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Aber ach ja, da fällt mir ein. Wir haben ja die Möglichkeit hier auch... Nö, hier ist aber nichts weiter als das, was ich eh schon kenne. Und ich habe die Funktion ganz vergessen mittlerweile. Hm. Da ist tatsächlich Öl auf dem Boden der Röhre. Vermutlich dasselbe wie im Eimer. So ohne weiteres komme ich diese glitschige Röhre nicht wieder hoch. Will ich aber auch gar nicht, bevor ich Angelina nicht gefunden habe. Hm. Oh, kann ich denn jetzt hier irgendwie was machen? Aha.
Kein Wunder, dass ich die Tür im Dunkeln nicht aufbekommen habe. Sie ist durch eine Stange blockiert. Ja, okay. Und es ist eine Schiebetür. Das spricht... Ja, okay, gut. Also, dann wissen wir das jetzt auch. So, Schaltkasten kann ich jetzt wahrscheinlich immer noch nicht machen, oder? Vielleicht kann ich damit die Tür öffnen. Ah ja. Dann wollen wir mal sehen. Oh, da gibt es sogar einen Lichtschalter. Das hier müsste der Schalter für die Tür sein. Leicht zu erkennen an der Beschriftung. Tür. Na bitte, geht doch. Aha, so einfach ist das manchmal. Okay, gut, dann gehen wir da mal durch. Ein großer dunkler Raum und Gitterstangen. Ich kann kaum was erkennen. Dann nimmst du deine Fackel mit. Wir haben dich erwartet, Darren. Was soll das? Wer sind Sie? Du wirst einige Tage unser Gast sein. Was habt ihr vor? Und was habt ihr mit Angelina gemacht? Nein. Nein! Ich gehe jetzt. An Flucht ist nicht zu denken. Dies ist ein alter Bunker der Home Guard aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwischen dir und der Freiheit liegen meterdicke Betonwände, Stahl und Felsen. In wenigen Tagen werden wir dich holen, Darren. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt. Verdammt nochmal! Was wollt ihr nur von mir? Warum musstet ihr Angelina als Köder benutzen? Warum sie? Ich werde euch finden! Ja! Okay, das ist natürlich wirklich krass. Gut, dann gucken wir uns hier mal um und gucken mal, ob wir hier vielleicht rauskommen. Die Eisenstäbe sind mit Rost bedeckt. Trotzdem lassen sie sich kein Stück bewegen. Ja, okay. Ein massives Vorhängeschloss. Ziemlich alt. Mit einem großen Schlüsselloch. Ein Bruchswerkzeug. Mist. Das Schloss scheint festgerostet zu sein. Ich muss es anders aufbekommen. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich es damit machen kann. Sieht wie ein Schraubenzieher aus. Warum der wohl hier liegt? Geht er das nicht auch ganz falsch an? Sie bewegt sich keinen Millimeter. Okay, dann gucken wir mal den Kram hier oben an. Konservendosen. Verschiedene Suppen, Aprikosen, Bohnen. Ich habe nicht vor, lange genug hier zu bleiben, um dieses Zeug zu fressen. Ich meine, die sind ja eigentlich schon... Eine knapp 2 Meter lange Kette. Schon sehr auf sein Wohl bedacht, wenn sie ihm hier Essen und alles Mögliche da lassen. Also ich meine, ist jetzt kein Luxuszimmer, aber viel besser als das Hotelzimmer kann es auch nicht gewesen sein. Wasserflaschen, okay. Anscheinend wollen sie mich nicht verdursten lassen. Das sind etwa 10 Liter. Wenn man von 2 Litern pro Tag ausgeht, wollen sie mich also maximal 5 Tage hier unten warten lassen. Toll. Ein billiger Campingtisch mit einem Stuhl. Das soll dann wohl die wohnliche Komponente meines Gefängnisses sein. Ein Gascampingkocher. Vermutlich soll ich damit meine Mahlzeiten aufwärmen. Ich lasse ihn da stehen. Wenn ich etwas aufwärmen oder anzünden muss, kann ich es auch da tun. Aluschalen mit Fertigessen, wie es scheint. Das ist nicht das Zeug, das man im Supermarkt bekommt. Sieht eher aus wie von einem Bringdienst. Okay, das könnte ein wichtiger Aspekt sein. Ich nehme nur eine mit. Okay. Dann haben wir das schon mal. So, über
das Klo reden wir nicht. So, Zellenschloss. Gehen wir da vielleicht irgendwie was mit hin? Wenn das funktionieren würde, hätten sie mir sicher nicht den Schraubenzieher hier liegen lassen. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber vielleicht die Kette irgendwo dran wappen? Die Gitterstäbe vielleicht? Nee. Ist jetzt aber auch nicht wo dran, also ich meine. Naja gut, lassen wir das erstmal. Noch irgendwas zum Tisch? Auf dem Tisch liegt Plastikbesteck. Damit lässt sich rein gar nichts anfangen. Nicht einmal vernünftig essen kann man damit. Das stimmt. Das ist auch meine Erfahrung mit Plastikbesteck. Muss ich mal dazu sagen. Gibt es hier auf der Seite noch irgendwas? Nee, okay. Das ist alles so, wie es möglicherweise ist. Nee, mit der Metalltür hätte es sicher nicht setzen. Okay, alles klar. Also, wir haben einen Schraubenzieher, wir haben eine Aluschale. Frag mich, ob man mit der Aluschale irgendwie was anfangen kann. Abgeschlossen. Ja. Okay, abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Okay, habe ich verstanden. An die Zellentür wollen wir das auch nicht legen. Okay. So, können wir mit der Aluschale irgendwas anfangen? Erst muss ich das Gas entzünden. Ja, das ist aber doof, weil ich hab... Mal abgesehen davon, dass mir gründlich der Appetit vergangen ist. Picknicken in der gemütlichen Untertagezelle? Nein, danke. Ja, okay. Gut, kann ich ja alles verstehen. Weiß halt nicht, wie mache ich denn jetzt Feuer hier am besten? Mit dem Messer vielleicht? Mit dem Messer irgendwas anfangen? In Ordnung. Ich schabe mit dem Messer vorsichtig Aluminium ab. Das kann jetzt etwas dauern. Ich habe ein kleines Häufchen Aluminiumpulver auf den Seiten aus dem Märchenbuch gesammelt. Mhm. Okay. So, das können wir dann ja quasi in das Zellenschloss. Ich sollte das Aluminiumpulver lieber außerhalb des Schlosses mit dem Rostpulver mischen. Ah, Rostpulver. Das klingt gut. Gut, dass er das auch mal gesagt hat, weil, naja. Gut. Ich hoffe, ich bekomme genug Rost herunter. Er ist dann Termit, ne? Oder sowas? So. Das Rostpulver ist mit dem Aluminiumpulver vermengt. Ist sicherlich kein optimales Schweißpulver, aber fürs Schloss wird's reichen. Gut, Thermit ist ein bisschen mehr, aber okay. Schon mal? Das war's. Das Schweißpulver ist im Schloss. So, okay. Jetzt muss ich erst noch die, ja. Erst muss ich das Gas entzünden. Ich lasse ihn da stehen. So, wie entzünde ich jetzt am besten das Gas vom Campingkocher? Ich habe keine Ahnung. Wie wollen wir das machen? Habe ich hier vielleicht noch irgendwas übersehen? Zelltür, Zellenschloss. Anzünder. Ah. Das ist so ein Ding, mit dem man Gasflammen entzünden kann. Ein Metallstück wird über so eine Art Feuerstein gerieben und dadurch entstehen Funken. Dann nimm das mal mit. Ah ja, okay. Hm. Ja, ich denke mal, kann das einfach damit machen, oder?
Ich sollte die Flamme nicht so lange brennen lassen. Wer weiß, wie lange das Gas reicht. Ja. In Ordnung. Sie brennt. Aber ich muss mich beeilen. Sie wird nicht ewig brennen. Mhm. Okay. Ein Schloss. Also dann. Ganz vorsichtig. Ein wahrhaft höllisches Zeug. Das Fiese ist, dass es ohne Sauerstoff brennen kann. Man kann es also zum Beispiel nicht unter Sand ersticken. Und wenn man Wasser draufkippt, spaltet sich das Wasser durch die Hitze auf und es entstehen Wasserstoff und Sauerstoff. Sogenanntes Knallgas. Alles explodiert und 1000 Grad heiße Tröpfchen fliegen durch die Gegend. Es gab schon eine Reihe schwerer Unfälle. Das ist also wirklich nichts für den Hausgebrauch. Aber das hier war ein Notfall. Wisst ihr Bescheid, ne? Don't try this at home, ja? Macht sowas nicht. So. Und dann würde ich sagen, was sich hinter dieser Tür befindet und wie wir hier rauskommen etc. pp., das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich bedanke mich, dass ihr soweit zugesehen habt. Wünsche euch natürlich einen traumhaften Tag. Schaut, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst und wisst, wie wir hier rauskommen und oder wissen werdet oder erfahrt, wie wir hier rauskommen oder so. Ja, irgendwie so halt, ne? Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.